Die Entgegennahme von Spenden für politische Parteien ist keineswegs untersagt, sondern ist erlaubt. Es ist knallhart um Kriminalität. Korruption. 1981 Düsseldorf. In einer Filiale der Dresdner Bank beschafft sich ein Steuerfahnder Zugang zu den dortigen Schließfächern. In einem Schließfach findet er ein Kassenbuch des ehemaligen Flick-Generalbuchhalters. Der Flick-Konzern war bis 1985 die größte deutsche Unternehmensgruppe in Familienbesitz. Sie produzierten alles, von Badewannen bis hin zu Panzern. Aber als der Steuerfahnder sich das Kassenbuch genauer anguckt, merkt er, dass etwas nicht stimmt. Er findet eine Reihe von Einträgen, die nicht klar zuzuordnen sind. FKF WG FJS 250.000. Diesen Eintrag findet er dreimal im Kassenbuch. Der Steuerfahnder ist zunächst verwirrt, doch schnell versteht er, was diese Abkürzungen genau bedeuten. FKF WG FJS steht für Friedrich Karl Flick wegen Franz Josef Strauß. Eine großzügige Spende vom Flick-Chef an den damaligen CSU-Vorsitzenden in Höhe von 250.000 D-Mark. Und der Steuerfahnder findet eine Reihe solcher Einträge in dem Kassenbuch. Friedrich Karl Flick wegen Helmut Kohl, eine Spende von 565.000 D-Mark an den damaligen CDU-Vorsitzenden. Friedrich Karl Flick wegen Otto Lambsdorff. Friedrich Karl Flick wegen Spenden an den FDP-Wirtschaftsminister. 100.000 D-Mark an den Bundespräsidenten von der FDP. Wir hatten plötzlich Unterlagen in der Hand, aus denen ging hervor, dass praktisch die ganze Spitze der deutschen Politik Geld von Flick bekommen hat. Bargeld teilweise, bündelweise. Es stellte sich heraus, dass zwischen 1969 und 1980 mehr als 25 Millionen D-Mark an deutsche Politiker geflossen sind. Und das egal welche Partei. 4,3 Millionen an die SPD, 6,5 Millionen an die FDP, 15 Millionen D-Mark an die CDU-CSU. Rechtlich gesehen ist es natürlich unklar, ob diese Gelder tatsächlich politische Entscheidungen beeinflusst haben. Aber der Presse fielen schnell ein paar verdächtige Zufälle auf. So hatte der Flick-Konzern beispielsweise 1975 Aktien in Höhe von 1,9 Milliarden D-Mark verkauft. Das Besondere war hier aber, dass Flick dabei von dem Bundeswirtschaftsminister steuerbefreit wurde. Von dem gleichen Bundeswirtschaftsminister, der zuvor mehrere großzügige Spenden erhalten hatte. Diesen Unterlagen zufolge besteht der Verdacht, dass durch Angehörige des Flick-Konzerns finanzielle Zuwendungen an Amtsträger gemacht worden sind. Nur so ganz nebenbei. Die zu zahlenden Steuern auf die Aktienverkäufe hätten 986 Millionen D-Mark betragen. Ziemlich praktisch für den Flick-Konzern. Friedrich Karl Flick, der Name dieses Mannes, Synonym für eine käufliche Republik. Und diese ganze Geschichte nennen wir heutzutage die Flick-Affäre. Diese Affäre hatte was Gutes, denn sie sorgte dafür, dass viele der Antikorruptionsgesetze, die wir bis heute haben, verschärft wurden. Abgeordnete müssen ihre Nebeneinkünfte melden. Parteispenden müssen gemeldet werden. Abgeordnete verdienen verdammt viel Geld, damit sie eben nicht so leicht korrumpierbar sind. Aber trotzdem passieren immer wieder Geschichten wie diese. Denn diese Geschichte war leider kein Einzelfall. Abgeordnete sind nicht an Weisungen gebunden, aber an Überweisungen. Es gibt tatsächlich eine ganze Liste mit Korruptionsskandalen der Bundesrepublik Deutschland, die auch gar nicht so kurz ist. Und in diesem Video will ich mit euch über einige dieser Skandale sprechen. Skandale, die extrem dreist sind. Skandale, bei denen man sich einfach nur denkt, wie konnte das passieren? Das ist die geheime Welt der Lobbyarbeit und Korruption. War denn Herr von Brauchitsch am 15. August 78 bei Ihnen? Es geht bei der SPD nicht um eine Spendenaffäre. Die Wechselwirkung zwischen Politikern und Lobbyisten muss nicht kriminell sein. Das ist 6 Jahre her. Es geht um eine Korruptionsaffäre. Mein Mandant hat keinem Amtsträger einen Vorteil angeboten, versprochen oder gewährt. Let's go. Der erste Korruptionsskandal, von dem ich euch erzählen will, ist die sogenannte Verwandtenaffäre. In der bayerischen Verwandtenaffäre beginnt für den Ex-Chef das juristische Nachspiel. Kurze Einleitung. Grundsätzlich haben Bundestagsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete gewisse finanzielle Mittel zur Verfügung, um Personal einzustellen. Denn jeder Abgeordnete braucht nun mal Sekretäre, Sachbearbeiter und so weiter. So steht jedem Bundestagsabgeordneten beispielsweise eine Mitarbeiterpauschale von fast 20.000 Euro zur Verfügung. Hello, I
like money. Das ist ganz schön viel Geld und deswegen gibt es gewisse Regeln, wie Abgeordnete dieses Geld verwenden dürfen. So gibt es beispielsweise im Bund und in eigentlich allen Bundesländern Gesetze, dass Abgeordnete keine Verwandten einstellen dürfen. In manchen Bundesländern ist es dabei nur verboten, Verwandte zweiten Grades einzustellen, also beispielsweise Geschwister. In den meisten Bundesländern gilt aber ein generelles Verbot, Anstellung Verwandter bis zum dritten Grad. Also ihr seht, es gibt ein paar Unterschiede, aber eigentlich sind sich alle einig, dass es einfach keine gute Idee wäre, wenn Abgeordnete Verwandte einstellen dürften mit öffentlichen Geldern. Naja, abgesehen von Bayern. It's nice to be a prize, but it's higher to be a Bayer. Wir sind die Stärksten, wir sind die Besten. In Bayern hielt man es nämlich für kein Problem. Man hielt es für kein Problem, Verwandte zweiten Grades einzustellen. Man hielt es nicht mal für ein Problem, Verwandte ersten Grades einzustellen. Deine Frau und deine Kinder wollen sich was dazu verdienen? Kein Problem, ey, wir sind in Bayern. Und das war nicht in den 60er Jahren oder sowas, sondern das war in den 2000ern. Frau Lück, haben Sie denn manchmal so ein bisschen moralische Bedenken, wenn Sie Ihren Sohn anstellen? Nein, absolut nicht, im Gegenteil. Naja, basically kritisierte irgendwann eine unabhängige Kommission das Ganze und sagte, dass das halt irgendwie nicht ganz so die gute Praxis sei, wenn Abgeordnete Verwandte ersten Grades einstellen würden. Und deswegen sollte zum 1. Dezember 2000 ein neues Gesetz in Kraft treten. Dieses Gesetz sollte das Anstellen von Verwandten ersten Grades verbieten. Etwas, was in jedem anderen Bundesland eigentlich normal ist. Aber 2013 machen Journalisten eine Entdeckung. Zahlreiche Landtagsabgeordnete beschäftigten Familienangehörige auf Steuerzahlerkosten. Das ist seit dem Jahr 2000 zwar verboten, aber es gilt noch immer eine Übergangsregelung. 79 bayerische Abgeordnete hatten seit Inkrafttreten des Gesetzes weiterhin Verwandte ersten Grades beschäftigt. Eine kurze Erinnerung daran, dass der Bayerische Landtag nur etwa 200 Mitglieder hat. Also fast die Hälfte aller Abgeordneten beschäftigten weiter ihre Frauen, Kinder etc. mit öffentlichen Geldern. Genutzt hatte die Regelung zum Beispiel der Justizministerin, um ihre Schwester zu beschäftigen. Das Problem ist, es war nicht wirklich illegal, denn in dem Gesetz aus dem Jahr 2000 gab es eine Übergangsregelung für bestehende Beschäftigungsverhältnisse mit Familienmitgliedern ersten Grades. Aber es hatte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die Abgeordneten über einen so langen Zeitraum diese Übergangsregelung nutzen würden. Und jetzt wird's richtig dreist. Tatsächlich schlossen 16 Landtagsabgeordnete Monate oder nur Wochen vor Inkrafttreten des Gesetzes noch Verträge mit ihren Verwandten ersten Grades ab. Darunter auch der bayerische Staatssekretär und der verdammte Landwirtschaftsminister. Der Landwirtschaftsminister bezahlte seine Ehefrau aus Steuergeldern. Um vielleicht einmal klarzumachen, wie dreist diese ganze Geschichte ist. Ludwig Spänle, der bayerische Kultusminister, hatte seine Frau zur, Zitat, Erledigung von Schreibarbeiten eingestellt. Für diese Arbeit bekam sie 55.000 Euro pro Jahr. Aus öffentlichen Geldern. RWE. Der Konzern kann sich über riesige Gewinne freuen. Zwar hatten sich Politik und RWE im Oktober darauf verständigt, den Kohleausstieg. Okay, als nächstes haben wir die RWE-Affäre. RWE ist einer der größten Energieversorger. Ich denke, jeder kennt sie, egal ob aus den Medien oder einfach, weil ihr dort euren Strom bezieht. Aber wenn man ein so riesiges Unternehmen ist, hat man natürlich auch gewisse Interessen, die man umsetzen will. Ein kurzer Reminder an der Stelle, das, was ich euch gleich erzähle, das ist alles keine nachgewiesene Korruption. Beide Politiker sollen hunderttausende Euro für Maskendeals kassiert haben. Erinnert ihr euch noch an die Maskenaffäre? Nach diesem Skandal gab es eine Gesetzesverschärfung im Bundestag, sodass Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte sehr viel genauer darlegen mussten. Gleichzeitig hat Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland eine Veröffentlichungspflicht für Nebeneinkünfte von Kommunalpolitikern eingeführt. Und hoppla! Ein Landrat in Rheinland-Pfalz verdient ganz nebenbei noch 130.000 Euro pro Jahr mit Nebeneinkünften. Wie? Er ist Aufsichtsrat bei RWE. Als der Landrat damit konfrontiert wurde, sagte er, dass die Zahlungen keinen Einfluss auf politische Entscheidungen hatten. Aber er wolle das Geld jetzt doch trotzdem lieber mal spenden, nicht dass noch dieser Eindruck entstehen könnte.
Okay, aber ich will jetzt nicht nur diesen einen Landrat bashen, denn auf der Liste der Nebeneinkünfte von Rheinland-Pfalz Kommunalpolitikern erhielten noch 7 weitere Politiker Gehalt von RWE. Und der Spiegel sagte, das sei kein Einzelfall. Er berichtete darüber, dass über 100 Kommunalpolitiker bundesweit auf der Gehaltsliste von RWE stünden. Und auch wenn der Konzern das denunzierte, wissen wir trotzdem von weiteren Fällen. So gibt es beispielsweise den CDU-Landtagsabgeordneten Gregor Golland, der mit seinem RWE-Job angeblich 90.000 bis 120.000 Euro im Jahr verdiene, neben Einkünfte. Es gibt natürlich wieder keinen Hinweis darauf, dass politische Entscheidungen tatsächlich beeinflusst werden, aber es kann ein großer Interessenskonflikt bestehen, wenn Politiker so große Nebeneinkünfte beziehen. Und die gleiche Geschichte mit Hermann Arends. Arends hatte früher bei RWE gearbeitet und wurde dann NRW-Landtagsabgeordneter für die CDU. Und während seiner Amtszeit bekam er kostenlose Stromlieferung und ein Gehalt von 60.000 Euro pro Jahr ohne erkennbare Gegenleistungen. Wieso bekam er das Geld? Wurden politische Entscheidungen beeinflusst? Wir wissen es nicht. Das gleiche auch mit dem damaligen CDU-Generalsekretär Laurenz Mayer. Dieser hatte auch früher bei RWE gearbeitet, bekam aber immer noch Gas und Strom zu Mitarbeiterpreisen. Und während seiner Zeit als CDU-Generalsekretär bekam er mehrere hunderttausend Euro von RWE auf sein Konto überwiesen. Es gibt wieder keinen Hinweis darauf, dass politische Entscheidungen tatsächlich beeinflusst wurden, und der Generalsekretär behauptet auch, es sei nur eine alte Abfindungszahlung gewesen, aber er ist trotzdem zurückgetreten nach dem Skandal. Und genau das ist das Problem. Man weiß es eben nicht. Es geht in der RWE-Affäre nicht darum, dass RWE ein so böses Unternehmen ist. Der Vorwurf gilt nicht ihm. Vielmehr geht es darum, dass Politiker nicht in solche Interessenskonflikte reingeraten sollten. Lobbyarbeit ist nicht automatisch was Schlechtes, es gilt zu differenzieren. Aber wenn ein Unternehmen so tief in der Politik verwurzelt ist und Gehälter ohne erkennbare Gegenleistung bezahlt werden, senkt das das Vertrauen in die Mandatsträger. Und ein kleiner Funfact zum Schluss: Der jetzige Cheflobbyist von RWE ist kein geringerer als der ehemalige Leiter des Bundestagsbüros von Annalena Baerbock. Was würdest du tun, wenn du der Präsident eines Landes wärst, in dem die Pressefreiheit und Menschenrechte nicht so ganz westlichen Standards entsprechen? Angriff auf die Pressefreiheit in Aserbaidschan. Tatsächlich was ändern? Nein. Warum sollte man auch, wenn man einfach so tun könnte, als ob man eine Demokratie wäre? Aber wie überzeugt man Leute davon, dass man eine Demokratie ist? Hiermit. Das ist schwarzer Kaviar. Zeug, das reiche Leute cool finden. Denn das Kilo kostet etwa 1.300 Euro. Die sogenannte Aserbaidschan-Affäre, bei der es um Lobbyismus und Korruptionsvorwürfe geht. Und Aserbaidschan liebt es, diesen Kaviar an Europaratabgeordnete zu verschenken. Eine kurze Erklärung: Der Europarat ist ein Gremium, in dem sich jeder Mitgliedstaat dazu verpflichtet, sich an die Europäische Menschenrechtskonvention zu halten. Also der Europarat ist größer als die EU. Da sitzen beispielsweise auch Länder wie die Türkei oder auch Aserbaidschan drin. Und seitdem Aserbaidschan dem Europarat beigetreten ist, hat das Land eine Reihe Abgeordneter mit teurem Kaviar, Seidenteppichen, Gold, Silber und einfach mit Geld beschenkt. Und diese Art der Diplomatie funktioniert erstaunlich gut bei europäischen Abgeordneten. Die Schmiergeldzahlung aus Aserbaidschan hat das Vertrauen in die demokratischen Institutionen tief erschüttert. 2013 gab es eine Abstimmung im Europarat, welche die Menschenrechtssituation in Aserbaidschan verurteilen sollte. Eigentlich sollte es klar sein, dass ein Gremium, das sich selbst als Menschenrechtsorganisation bezeichnet, Aserbaidschan verurteilen müsste. Aber dann, am Tag der Abstimmung, passierte plötzlich was Seltsames. Es erschienen so viele Abgeordnete wie noch nie zur Abstimmung. Und die Resolution wurde mit einer Mehrheit abgelehnt. Daraufhin feierten sich die Abgeordneten regelrecht wie kleine Kinder ab. Komisch. 2015 erfolgt eine weitere Abstimmung, in der es darum geht, politische Gefangene in Aserbaidschan freizulassen. Erneut kamen sehr viele Abgeordnete zur Abstimmung und die Resolution wurde abgelehnt. Ich wiederhole das hier nochmal. In einer Menschenrechtsorganisation wird die Forderung abgelehnt,
politische Gefangene freizulassen. In einer Menschenrechtsorganisation. Zum Glück kann man einsehen, wer für was gestimmt hat. Und wenn wir uns die Ergebnisse angucken, sehen wir, dass tatsächlich alle deutschen Abgeordneten für die Forderung gestimmt hatten. Abgesehen von einer CDU-Abgeordneten, Karin Strenz. Das hier ist Karin Strenz, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern. Der Vorwurf, sie soll jahrelang über eine Lobbyfirma Geld aus Aserbaidschan erhalten haben. Okay, es wird jetzt alles ein bisschen verwirrend, aber bitte bleibt dran, es lohnt sich. Wenn man nämlich ein bisschen recherchiert, stellt sich heraus, dass Karin Strenz komischerweise Zahlungen von einer Firma erhalten hatte, die von einem gewissen Edward Lindner geführt wurde. Dieses Unternehmen erhielt monatlich 40.000 Euro aus Aserbaidschan. Und Lindner selbst wird beschuldigt, zwischen 2008 und 2016 rund 4 Millionen Euro aus Aserbaidschan erhalten zu haben. Aber jetzt wird es richtig interessant. 2013 war Lindner nämlich Wahlbeobachter in Aserbaidschan. Unabhängige Wahlbeobachter wiesen bei der Wahl auf massive Wahlfälschung hin. Lindner hingegen kam zu dem Schluss, dass die Wahl nach deutschen Standards abgelaufen sei. Eine ziemlich unterschiedliche Beurteilung. Aber vielleicht kann man es ja so erklären. Rund zwei Wochen nach seiner Tätigkeit erhielt Lindners Firma aus Aserbaidschan 61.000 Euro überwiesen. Aber keine Sorge, 2015 gab es einen neuen Wahlbeobachter. Nicht, dass Herr Lindner da noch in einen Interessenskonflikt reingeraten könnte. Diesmal wurde eine Abgeordnete direkt aus dem Europarat entsandt, um die Wahl zu überprüfen. Und es war die CDU-Abgeordnete Karin Strenz. Die Frau, die zuvor Zahlungen von Lindner erhalten hatte. Die Frau, die zuvor als einzige Deutsche gegen die Freilassung politischer Gefangener stimmte. Und komischerweise sagte auch sie, es war eine faire Wahl. Was ich heute kennengelernt habe und gesehen habe, ist meines Erachtens eine gute Wahl gewesen. Naja, schließlich fand die EU diese ganzen Connections auch ein wenig seltsam. Und 2018 erhielten sowohl Lindner als auch Strenz ein lebenslanges Hausverbot für den Europarat. Aber man muss sich einfach fragen, wieso setzen sich so viele deutsche Politiker für ein Land ein, das 10 Millionen Einwohner hat? Wieso setzen sie sich für ein Land ein, das offensichtlich nicht so wirklich eine Demokratie ist? Deswegen. Wegen teuren Fischeiern. Das Problem an diesen ganzen Korruptionsskandalen ist meiner Meinung nach, wo das hinführen kann. Wenn Menschen das Gefühl bekommen, die Volksvertreter setzen sich nicht für das Volk ein, sondern für ihre eigenen Interessen. Beide Politiker sollen hunderttausende Euro für Maskendeals kassiert haben. Dann und nur dann gewinnt der Autokrat.